Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic Labyrinth. Und heute ist der Gallimimus dran. Den lassen wir jetzt frei, der wartet schon in der Ausbrütstation. Und dann verrate ich euch, wer dieser hier sein wird. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein Favorit hier für dieses ganze Format, weil ihr wisst ja, der Struthiomimus belegt momentan Platz 1 und der ist ja relativ identisch vom Körperbau und so weiter. Und ja, ihr seht schon, wie schnell er hier rennen kann. Und ihr wollt sicherlich gerne wissen, wer hier der Gallimimus sein wird. Und das ist der liebe Jan Oldebeck mit dem Kommentar Hashtag Gallimimus. Du machst die besten Videos, ich wäre sehr gerne der Gallimimus. Und mit diesem Kommentar bist du der Gallimimus. Herzlichen Glückwunsch, lieber Jan. Ich benenne ihn um Oldebeck. Und dann geht's für dich los im Labyrinth. Ich drück dir auf jeden Fall die Daumen. Bis gleich. Der Gallimimus alias Jan Oldebeck landet jetzt hier im Labyrinth. Und dann geht's hier gleich los für dich. Und ich drück dir natürlich alle Daumen, dass du es hier schnell durchs Labyrinth schaffst und eventuell hier einen Treppchenplatz abstauben kannst und somit auch was gewinnen kannst. Und ich würde sagen, ich bringe euch zurück, sobald das Ganze hier losgeht. Bis gleich. Oh, der Gallimimus läuft jetzt auf jeden Fall Richtung Labyrinth-Eingang, so wie es hier aussieht. Ist aber noch nicht sehr schnell unterwegs, aber wir werden sehen, wie er sich schlagen wird. Er bleibt jetzt hier nochmal stehen. Vielleicht dreht er jetzt auch nochmal um, das wissen wir nicht. Das werden wir jetzt gleich sehen. Ich drücke natürlich die Daumen für dich, lieber Jan, dass er hier direkt in die richtige Richtung läuft, weil er hat sich jetzt hier nicht wirklich lange Zeit gelassen im Eingangsbereich. Aber wir werden sehen, er geht jetzt über die Startlinie und die Zeit beginnt. Und er scheint hier auf jeden Fall schon mal nicht falsch abzubiegen. Ich habe die Kamera ein bisschen gedreht, also hier wäre der falsche Weg gewesen. Er läuft auf jeden Fall richtig. Ich bleibe auf jeden Fall ein bisschen reingezoomt. Das Labyrinth kennt er ja mittlerweile ein bisschen. Und Zeitraffer, denke ich, brauchen wir gar nicht bei diesem Dinosaurier. Wir werden sehen. Er ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schnell unterwegs, wie ihr seht. Das wird eine Hammerzeit für dich, Jan, wenn er das jetzt weiter so durchzieht. Biegt jetzt hier ab und hat jetzt gleich schon nach wirklich, wirklich kurzer Zeit das erste Drittel hinter sich gebracht. Also das könnte wirklich Platz 1 hier werden, lieber Jan, für dich. Und das würde einen schönen Gewinn für dich bedeuten. Also das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Ich drücke dir die Daumen, dass es hier jetzt weiter durchzieht. Aber das sieht sehr, sehr gut aus. Er bleibt jetzt hier das erste Mal stehen nach dem ersten Drittel. Schaut sich jetzt ein bisschen um. Was macht er da? Wir zoomen rein. Und jetzt sprintet er los. Leute, guckt es euch an. Ach du Scheiße, jetzt geht's hier los. Ich glaube, lieber Jan, das wird Platz 1 hier für dich. Also das sieht sehr, sehr gut aus. Ihr seht schon hier, man kann ihn schlecht erkennen, weil er sehr klein ist, aber ich denke, das geht schon. Und ihr seht, wie schnell er jetzt hier unterwegs ist. Halleluja, das haben wir hier noch nicht so gesehen. Also der Struthiomimus war um einiges langsamer und ihr seht ja, wie er hier abgeht. Er ist jetzt hier schon kurz vorm Ausgang und bleibt jetzt hier nochmal stehen im Ausgang. Ja, bleibt er, aber er hat es hier gleich geschafft, lieber Jan. Und er hat es geschafft. Und das war wirklich eine Bombenzeit von 1 Minute, 29 Sekunden und 20 Hundertsteln. Also das dürfte auf jeden Fall hier Platz 1 sein. Herzlichen Glückwunsch an dich, lieber Jan. Du solltest jetzt eigentlich mit ziemlicher Sicherheit hier einen Preis gewinnen. Es kommen ja noch 3 Dinosaurier und ich denke nicht, dass die alle 3 besser sein werden als du. Also ich gratuliere dir auf jeden Fall hier schon mal zu deinem Gewinn. Und falls ihr hier auch noch die Möglichkeit haben möchtet, etwas zu gewinnen oder einen der Dinosaurier zu übernehmen, dann bleibt jetzt auf jeden Fall dran. Wir werden jetzt gemeinsam den nächsten Dinosaurier auslosen, der hier durch unser Labyrinth muss. Und dann verrate ich euch, wie ihr hier die Chance habt, an diesem Projekt teilzunehmen. Ja, meine Freunde, wir haben wieder eine Folge Jurassic Labyrinth hinter uns gebracht. Und ihr wisst alle, was jetzt ansteht. Wir werden wieder unser tolles Rädchen drehen und unsere nächsten Dinosaurier ermitteln. Das tun wir jetzt einfach mal. Und dann sehen wir, welcher Dinosaurier hier als nächstes durch unser Labyrinth darf. Und zwar ist das der Indoraptor. Eieiei, da werden sicherlich viele Interesse dran haben, diesen zu übernehmen. Und ihr wisst ja auch, wie das Ganze geht. Hashtag Indoraptor unten in die Kommentare schreiben. Und mit etwas Glück könnt ihr dann dieser sein. Und damit verabschiede ich mich schon. Das war's mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dürft ihr gerne kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Damit verabschiede ich mich. Haut rein, macht's gut, euer Dandy.